Es wäre mit Sicherheit alles anders gekommen, wenn ich diesen einen Fehler nicht gemacht hätte. Dann wären ja niemals so viele Menschen gestorben. Ich heiße Hannes Bucher. Ich bin ein ganz normaler Polizist im Range eines Inspektors. Seit einem Dreivierteljahr lebe ich mit meiner Frau Maria in Pregau, einer österreichischen Kleinstadt. Ob sie schön ist? Ansichtssache. Öffnen Sie bitte das Fenster. Kleines. Ist euch eigentlich klar, wie schnell ihr gefahren seid? Das ist niemandem sagen, Kleines, bitte. Hast du eine Ahnung, was passieren kann, wenn ihr jemanden anfahrt? Die sind mit hoher Geschwindigkeit auf den Tunnel zu und dann... Wer sind die? Die Rosa und der Hölzl Gregor. Der Hölzl Gregor hat's überlebt. Er ist bewusstlos, aber man weiß nicht, ob er wieder aufwacht. Guten Tag, Herr Dirmay. Ist Ihnen gestern vielleicht ein zu schnell fahrendes Fahrzeug aufgefahren? Ach so, der Unfall da im Tal unten. Ihre Nichte. Mein Beileid, Herr Bucher. Haben Sie den Wagen gesehen oder nicht? Der macht uns fertig. Mich macht er fertig. Und dich macht er fertig. Hab ich doch alles schon erlebt. Es war Notwehr, Günther. Das wird man dir sicher glauben. Sie müssen aufgeben, Herr Bucher. Es wird Ihnen vor Gericht ganz hoch angerechnet. Genau meine Worte. Das sagt normalerweise ich. Lass mich, hab ich gesagt! Kommst du mit mir in dieses Tal? Ich bin kein Mörder.